So, die Technik scheint zu funktionieren. Gut Ding braucht Weile. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rock TV. Mein Name Chris Rock Rohrhofer, Gründer und Inhaber von Rock Sports, die feinste Sportnahrung in Bioqualität. Ja, ich hoffe, euch allen geht es gut in diesen sehr speziellen Zeiten, sage ich einmal. Ja, Rock TV, wozu? Warum gibt es Rock TV? Mittlerweile fast schon 150 Folgen. Ganz einfach, ich kriege regelmäßig viele Fragen gestellt auf WhatsApp, im Messenger, auf Instagram, auf Facebook, per E-Mail etc. Diese Fragen ab und zu oder sehr, sehr häufig sogar decken sich die thematisch und ich gehe dann her und sage, umfasst genau diese Themen zusammen und aus diesen Themen entstehen dann die neuen Rock TV-Folgen. Genauso ist es auch heute passiert. Und ja, ich sehe schon, die Zahl geht nach oben. Bevor ich thematisch einsteige, mal schauen, wer in der Runde da ist. Gibt es mal kurz Bescheid. Ich sehe wie immer nur die Anzahl, aber nicht, wer mit dabei ist. Da sehe ich schon, die Sarah ist mit dabei. Huhu, schreibt sie, huhu zurück. Freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Das heutige Thema leitet sich ab von der letzten Folge von Rock TV. Und für die, die bei Rock TV schon dabei waren, die wissen, die letzten paar Folgen gab es den Schwerpunkt Ü40. Sprich, alle, die über 40 sind oder über 40 werden wollen, die sollten sich diese Teile anschauen. Es geht darum, was sich im Alter verändert, stoffwechseltechnisch, eiweißtechnisch, trainingstechnisch etc. Und was man machen kann, dass man auch mit zunehmendem Alter, 40 ist übrigens noch kein Alter, aber dass man auch mit zunehmendem Alter trotzdem stark und fit und Kraft hat. Ja, die Angelina ist auch mit dabei. Schönen guten Abend, den wünsche ich dir auch. Ja. Und abgeleitet von diesem Thema ist dann ganz oft das Kommen, Chris, kann ich denn zu viel Eiweiß essen? Du sagst, Eiweiß ist gut, aber kann ich da zu viel auch essen? Was passiert denn, wenn ich zu wenig Eiweiß esse? Ab wann ist denn Protein schädlich? Brauche ich auch als Ausdauersportler Protein? All diese Fragen sind in dem Grunde einen Dunstkreis drinnen, wo ich sage, Eiweiß, wie viel brauche ich denn? Ich habe es immer so nebenbei ein bisschen erwähnt. In den Rock TV-Folgen, das heißt, wenn du schon öfter mit dabei warst, kennst wahrscheinlich schon die Größenordnungen. Aber aufgrund der Fragen habe ich mich entschieden, ich mache da noch eine eigene Rock TV-Folge dazu. Sprich, wir schauen uns an, kann man zu viel Protein essen? Beziehungsweise habe ich die vier häufigsten Fragen mitgenommen, die ich immer wieder gestellt bekomme. Ja, und genau die schauen wir uns heute an. Ich werfe noch einen Blick in die Kommentare. Die Nikola ist auch mit dabei. Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Und der Herr Hasenkopf, das freut mich sehr. Servus Norbert. Freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ja, ich schlage vor, wir starten direkt los. Wir starten ins Thema rein. Und bevor wir ins Thema direkt tief einsteigen, definiere ich immer zu Beginn, naja, Protein. Wir wissen alle, Protein ist gleich Eiweiß. Wir wissen, Protein ist irgendwie ein Bestandteil vom Körper. Aber damit wir das genau wissen, habe ich einfach ein paar Punkte mitgebracht. Übrigens, für die, die sich Rock TV wieder unterwegs am Handy anschauen, die dann regelmäßig mir schreiben und sagen, Chris, ich kann das hinten da nicht gut lesen, weil der Bildschirm so klein ist. Schreibt es mir einfach unten in die Kommentare rein. Ich schicke euch gerne wieder das Foto vom Whiteboard direkt im Anschluss gemacht von Rock TV. Schicke euch das zu und ihr könnt euch das dann in Ruhe anschauen. Das Angebot gilt auch heute wieder. Ja, Protein. Protein, Eiweiß ist der Hauptbestandteil unseres Körpers nach dem Wasser. Wenn wir jetzt unseren Körper vorstellen, circa 60 bis 70% ist reines Wasser. Und dann der zweithäufigste Bestandteil sind schon die Proteine bzw. das Eiweiß. Circa 15 bis 17, 18%, da sind die Angaben unterschiedlich, unseres Körpers ist reines Eiweiß. Das muss man sich vorstellen. Das ist fast ein Fünftel des gesamten Körpers. Da gehört dazu Haut, Organe, Haare, Nägel, alles, was irgendwie ja, eiweißbasiert ist sozusagen, gehört da dazu. Und was ganz, ganz wichtig zu wissen ist, wir reden immer von den Proteinen, aber das eigentlich ganz Wichtige sind diese Bestandteile von Protein und das sind die sogenannten Aminosäuren. Wenn ihr zum Beispiel auf der RockSports Webseite nachschaut, rock-sports.at, dann gibt es für das RockSports Eiweiß auch eine eigene Tabelle, wo steht Aminosäurenprofil. Und genau das ist es. Sprich, man schaut sich an, okay, aus welchen einzelnen Bestandteilen besteht denn das Rocksports-Protein? Jedes Protein an sich besteht aus Aminosäuren. So, und je nachdem, wie diese Aminosäuren gestaltet sind, bedeutet, es gibt von diesen Aminosäuren, unser Körper in etwa besteht aus 20 Aminosäuren und davon sind 8 Aminosäuren essentiell.
Das heißt, diese 8 essentiellen Aminosäuren kann der Körper selbst nicht herstellen und die müssen wir über die Ernährung zuführen. Genauso wie über die Fettsäuren. Fettsäuren gibt es auch essentielle, die wir von außen hinzuführen müssen. Tun wir das nicht, wird unser Körper auf Dauer nicht funktionieren, beziehungsweise wir werden gesundheitliche Probleme bekommen. Genauso ist es auch bei den Proteinen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir ausreichend Proteine, wie viel das ist, schauen wir uns gleich an, ausreichend Proteine zuführen und auch noch idealerweise die essentiellen Aminosäuren. Wie gesagt, es sind von 20 insgesamt 8 Stück, beziehungsweise 9, je nach Definition, die wir dringend über die Ernährung zuführen müssen. So, soviel mal zum Thema, warum wir Protein brauchen. Naja, ich brauche als Sportler eben natürlich Protein im Sinne von Muskelaufbau, Regeneration, nicht nur der Kraftsportler, sondern auch der Ausdauersportler. Aber auch wir Menschen, wenn wir keinen Sport betreiben, es passieren regelmäßig Stoffwechselregenerationsprozesse etc. oder Stoffwechselprozesse, Regenerationsprozesse. Und dafür braucht der Körper auch Eiweiß bzw. Proteine. Jede Zelle besteht zu einem gewissen Anteil. Das heißt, der ständige Stoffwechsel in unserem Körper braucht einfach unter anderem auch das Eiweiß. Das sollte mal die Basis von dem Ganzen sein. So, mittlerweile ist auch der Stefan eingetroffen. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. So, das heißt, jetzt wissen wir mal, warum Protein im Grunde mal wichtig ist. Jetzt schauen wir uns die erste Frage an, die ich bekommen habe. Wie gesagt, diese vier Fragen sind wahrscheinlich die am häufig gestellten Fragen, wenn es um das Thema Protein geht. Kann man zu viel Protein zuführen? Egal, ob ich bei Vorträgen bin, egal, ob es bei Rock TV ist oder bei Sportveranstaltungen, was auch immer. Chris, du machst dir dieses Eiweiß, werde ich gefragt. Kann man da eigentlich zu viel davon nehmen? Und die klare Antwort ist, ja natürlich, man kann von allem zu viel nehmen. Und ich habe da auch ein Beispiel von Wasser hergenommen. Ich kann auch zu viel von Wasser haben. Wir haben gehört, Wasser ist der Hauptbestandteil unseres Körpers. Und ja, auch von Wasser kann ich zu viel bekommen. Und zwar gibt es unterschiedliche Angaben, irgendwo zwischen 12, 15, 16 Liter. Wenn ich die auf einen Schlag sozusagen trinke, was wir schon wissen, was relativ schwierig ist, aber sollte ich diese Menge runterbringen, dann ist es tödlich. Das kann tödlich sein. Wasser, der Hauptbestandteil unseres Körpers. Wenn ich zu viel davon zuführe, kann es tödlich sein. Beim Protein ist es natürlich auch so. Wenn ich gewisse Mengen zuführe, dann kann das gesundheitsschädlich werden. Jetzt ist aber die Frage, naja, welche Mengen müssen wir denn zuführen, damit es wirklich gesundheitsschädlich ist? Und da habe ich euch ein kleines Beispiel mitgebracht. Und zwar gibt es einige Studien, die untersucht haben, genau basierend auf dieser Frage, naja, wie viel Eiweiß muss ich denn zuführen, damit der Körper oder vielleicht die Nieren, wo ja das Protein abgebaut wird, völlig egal, ob ich jetzt rein vegan bin oder mich tierisch ernähre oder wie auch immer, das Protein wird unter anderem über die Nieren verstoffwechselt. So, und da haben sie getestet, naja, wie viel Eiweiß muss ich zuführen, damit sozusagen der Körper überfordert ist und diese Menge an Protein nicht mehr verarbeiten kann. Und da hat man vermutet, man hat es noch nicht wirklich rausfinden können, dass irgendwo ab 5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht das wahrscheinlich passiert. Das heißt, ihr seht schon aufgrund meiner Formulierung, das ist alles nicht so wirklich fix, dass man sagt, okay, ab 5 Gramm ist es gesundheitsschädlich. Aber damit ihr mal ein Gefühl bekommt, was 5 Gramm sind, 5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Also diese Grammangaben sind immer pro Kilogramm Körpergewicht. Und ich habe einfach einmal mein Körpergewicht hergenommen, knapp 100 Kilo, das lässt sich immer schön rechnen. 100 Kilo mal 5 Gramm sind wir auf 500 Gramm Protein pro Tag. So, und damit ihr mal ein Gefühl bekommt, was das für eine Riesenmenge ist, damit ich in einen Bereich komme, wo das Ganze wahrscheinlich gesundheitsschädlich ist, das sind in etwa 2,5 Kilo Rindfleisch pro Tag. Das ist in etwa 5 Kilo rote Linsen gekocht. Ihr wisst wahrscheinlich, rote Linsen extrem sättigend. Und jetzt futterst du mal 5 Kilo pro Tag. Oder 15 Liter Milch. Du musst 15 Liter Milch trinken, damit du in etwa auf diese 500 Gramm Protein kommst. Oder das nächste ist, wenn ich da jetzt mein feines Bioproteinpulver hernehme, das sind 500 Gramm, das besteht zu 80% aus reinem Eiweiß. Das heißt, ein halbes Kilo Rocksports Protein ist noch immer weniger als 500 Gramm. Das heißt, du müsstest circa 1,2 Gramm dieser Beutel futtern jeden Tag, damit du immer auf diese 500 Gramm kommst. Das heißt, ihr seht schon, das sind Mengen, die riesengroß sind.
Und solltest du es wirklich einen Tag schaffen, diese Menge zuzuführen, ich kann mir das nicht vorstellen, dass du das am zweiten und am dritten Tag schaffst. Das heißt, es sind Mengen, die, und deshalb habe ich es hergeschrieben, damit man einfach einmal sieht, in welchen Dimensionen das ist, die man einfach auf Dauer vermutlich nicht schafft. Genauso auch das Wasser. Wenn ich 10, 12, 15 Liter pro Tag trinke, dann muss ich mir das schon so mit Gewalt einflößen. Genauso auch diese Mengen, dass ich glaube, dass das auf Dauer nicht realistisch ist. So, was will ich damit sagen? Diese 5 Gramm Protein, die man getestet hat, wo man gesagt hat, okay, ab dieser Grenze wird es wahrscheinlich für den Körper schwierig, das Ganze zu verstoffwechseln. Ich sage auch immer dazu, Studien sind nur mal ein Start, ein Diskussionspunkt, wo man losstarten kann. Nichtsdestotrotz, das ist einmal ein Wert, den ich da so in den Raum stelle. Bei diesen 5 Gramm habe ich quasi alles, was darunter ist. Und wir sehen gleich dann die Werte, die ich da erwähne, die sind deutlich drunter. Haben wir im Grunde kein Problem, dass der Körper das Ganze verstoffwechseln kann. So, das ist einmal der erste Punkt. Das heißt, kann man zu viel Protein zuführen? Die einfache Antwort ist ja, natürlich. Man kann von allem, auch von gesunden Sachen, zu viel zuführen. Die Frage ist immer nur, wo ist denn diese Grenze, dass es zu viel ist? Und hier ist die irgendwo zwischen wahrscheinlich 4,5, 5, 5,5 Gramm, irgendwo in dieser Größenordnung. Und da sehen wir schon, diese Mengen, die wird keiner von uns auf Dauer zuführen können, damit wir da wirklich gesundheitliche Probleme bekommen. Das war mal Antwort Nummer 1. Wenn Sie da Fragen dazu habt, bitte unten reinschreiben, dann kann ich direkt darauf eingehen. Schauen wir mal, die Andrea ist auch mit dabei. Herzlich willkommen, die Frau Friesenecker und der stärkste Raccoon der Welt ist auch mit dabei. Servus Mario, grüß dich. So, Frage Nummer 1 ist beantwortet. Frage Nummer 2 geht ein bisschen in die Richtung, baut auf diese Frage auf. Ab wann ist Protein schädlich? Das ist im Grunde ja diese Größenordnung in etwa, diese 5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und wenn wir jetzt einmal drauf schauen, was sind denn die normalen Empfehlungen? Die normalen Empfehlungen sind in etwa, naja, 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das sind die Angaben, die man von den führenden Sportwissenschaftlern bekommt. Das ist zum Beispiel ein Brad Schönfeld, das ist ein Eric Helms beispielsweise. Da gibt es drei, vier so, wie soll ich sagen, die Kapazunder im sportwissenschaftlichen Bereich, wo es zum Thema Muskelaufbau etc. geht. Und die empfehlen und sagen, das Optimum sollte irgendwo zwischen 1,5 und 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht sein. Sowohl für Ausdauersportler als auch für Kraftsportler. So, wenn wir uns jetzt die maximale Kapazität des Körpers, die da in etwa vermutet wird, anschaut, sprich 5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, das, was wir jetzt da gerade durchgerechnet haben, dann sind wir da mit dem Maximum 2 Gramm. Von den 5 Gramm ist es weniger wie die Hälfte. Das heißt, in Wahrheit, und das zeigt auch die Datenlage, konnte man keine Nebenwirkungen hinsichtlich Nieren oder sonstiges forscht oder darstellen. Weil sie oftmals hört, naja, Protein ist schädlich für die Nieren. Die Datenlage sagt was anderes. Wenn man in diesen Größenordnungen unterwegs ist und gesund ist, gibt es kein Problem. Zumindest in der Datenlage kann man nichts nachweisen. Und auch die Praxis, wenn man sich diese Sportwissenschaftler anschaut, sieht man, dass im Grunde dieser Größenordnung der Bereich ist, der für den Körper das Optimum irgendwo darstellt, irgendwo in der Größenordnung. Das einzige Problem, was man haben kann, wenn man zu viel Protein zuführt, ist dann, wenn man nierenerkrankt ist. Wenn man beispielsweise chronische Nierenerkrankungen hat. Wir wissen, wir haben zuerst kurz gehört, dass das Protein unter anderem über die Nieren verstoffwechselt wird. So, natürlich, wenn ich mehr Protein zuführe, müssen die Nieren mehr arbeiten. Ist ja ihre Aufgabe. So, wenn ich aber jetzt ein Problem, ein gesundheitliches habe mit den Nieren und die sozusagen schon angeschlagen sind durch irgendwelche chronischen Krankheiten, und dann esse ich zu viel oder mehr Protein, naja, dann müssen die natürlich auch mehr arbeiten und das kann dann unterm Strich zu Problemen führen. Wenn du oder ihr aber zwei gesunde Nieren habt und gesunde Menschen seid, dann gibt es in diesen Bereichen absolut kein Problem. Die Datenlage zeigt genau das. Wenn Sie aber Nierenerkrankung habt, dann ist meine Empfehlung, ich bin ja kein Arzt, das heißt, geht's zu einem Arzt, lasst euch das abchecken und der soll euch dann sagen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Aber zurückzukommen, die Empfehlung von den führenden Sportwissenschaftlern ist irgendwo in dem Bereich, 1,5 bis 2 Gramm. Und wenn wir uns da hier die 5 Gramm anschauen, das ist weniger wie die Hälfte im Maximum, naja, dann sind wir im Grunde mehr als wie im grünen Bereich. Das heißt, ab wann ist Protein schädlich für die Nieren?
Im Grunde die Bereiche, die wir im Alltag haben, gibt es keinen Hinweis darauf. Und das Zweite ist, wenn Sie mal euren Proteinzufuhr pro Tag deckt, und das wäre mal spannend, wenn Sie mir das unten reinschreibt, wie viel Gramm Protein ihr in etwa pro Tag futtert. Ihr werdet feststellen, dass die wenigsten auf diese 2 Gramm kommen. Die Erfahrung zeigt, dass viele auch die 1,5 Gramm nicht schaffen. Naja, dann sind wir im Grunde, wenn wir jetzt 1,5 Gramm hernehmen, 5 Gramm das Maximum unter Anführungszeichen, da sind wir deutlich darunter. Das heißt, im Grunde noch einmal zusammengefasst, mit diesen Mengen brauchen wir uns überhaupt keine Gedanken machen. Das heißt, das Thema Nieren, das Thema Osteoporose und sonstige Dinge, die da herumgeistern, sind im Grunde mit der Datenlage nicht unterstützbar. Das heißt, im Grunde brauchen wir uns da keine Gedanken machen. So, jetzt die nächste Frage, das ist auch eine meiner Lieblingsfragen. Und ich sehe schon, da ist der Josef auch mit dabei, der Herr Bramberger. Und der ist ja Ausdauersportler. Das heißt, Josef, du kommst genau zum richtigen Zeitpunkt. Und zwar die Frage war, warum brauche ich oder wie viel Protein brauche ich denn als Ausdauersportler? Viele Menschen, das merke ich gerade mal bei den Vorträgen, die sitzen dann drinnen und wenn ich dann über einen Proteinbedarf spreche, dann merkt man schon, dann verschränken so die Arme. Und dann nachher dann in der Frage-Antwort-Runde, dann kommen dann immer die Fragen, ja Chris, weißt du, diese 2 Gramm, die du da erwähnst, ich bin ja Ausdauersportler, ich habe ja nicht so ein großes Astel wie du, darum brauche ich die 2 Gramm auch nicht. Wenn man sich wieder die sportwissenschaftliche Seite anschaut, dann muss man im Grunde sagen, dass das Thema Protein im Kraftsportbereich meistens ja, überschätzt wird. Das heißt, da verwendet man meistens 2,5, 3 Gramm, 3,5 Gramm, ja, habe ich auch schon erlebt. Und im Ausdauersport, so wie ich es gerade beispielhaft erklärt habe, wird es meistens unterschätzt, weil man sagt, naja, ich bin ja Ausdauersportler, ich brauche nicht so große Muskeln. Muskeln ist gleich Protein, das heißt, ich brauche nicht so viel Protein zuführen. Dieser argumentative Faden, der ist leider nicht tragbar. Das heißt, wenn man sich die Datenlage anschaut, dann wird für Ausdauersportler in etwa die gleiche Menge an Protein empfohlen, natürlich immer abhängig von der Trainingszeit, sprich wie viele Stunden pro Tag, pro Woche trainiere ich. Natürlich, je mehr ich trainiere, desto mehr Eiweiß brauche ich, aber das ist genauso auch im Kraftsport. Das heißt, darum habe ich hier geschrieben, siehe oben, der Ausdauersportler, für den gibt es auch genau diese Empfehlung, 1,5 bis 2 Gramm Protein je Kilogramm Körpergewicht. Bedeutet, in meinem Beispiel da hier mit meinen 100 Kilogramm, zwischen 150 und 200 Gramm Eiweiß pro Tag. Wenn man sich das so mahlzeitentechnisch einmal anschaut, ihr könnt es ja mal mit der Fat Secret App das Ganze durchtracken, dann werdet ihr sehen, dass das gar nicht so einfach ist, auf diese Mengen zu kommen. Und dementsprechend entfernen wir uns da sehr, sehr weit von diesem Maximum. So, jetzt schauen wir mal in die Kommentare. Die Sarah schreibt, so gut erklärt, herzlichen Dank fürs Feedback, das freut mich. Die Sarah schreibt des Weiteren, ich versuche immer 2 Gramm zu futtern. Ja, das ist im Grunde genau die Richtung. Und du bist ja, was ich auf Instagram so mitbekomme, ja immer fleißig. Das heißt, sportlich gesehen fleißig. Von daher ist auf alle Fälle die Größenordnung, du bist halt eher am oberen Ende, gibt es aber im Grunde nichts auszusetzen. Und es wird Tage geben, wo du wahrscheinlich darunter bist. Dann gibt es Tage, wo du vielleicht ein bisschen darüber bist. Das heißt, im Schnitt wird das Ganze passen. So, die Nicola schreibt auch was Feines. Mir wurde mal gesagt, dass wenn man Proteinpulver zu sich nimmt, man auch genügend Wasser trinken soll. Ja, im Grunde ist was dran, aber das hat nicht nur was mit Proteinpulver zu tun, sondern grundsätzlich mit Proteinen. Aber auch wenn ich weniger Protein zuführe, dann sollte ich auch ausreichend Wasser trinken. Das ist einfach die Basis und gehört zu den Grundlagen. Aber ich erzähle es immer wieder, dass die Erfahrung zeigt, dass gerade diese Grundlagen oftmals nicht erfüllt werden. Und dann habe ich Leute, die mir sagen, sie trinken, naja, manchmal trinke ich schon ein bisschen über 1 Liter und meistens weniger als 1 Liter. Und das zeigt dann einfach, ich sage immer so, der Pipi-Test, wenn ich auf die Toilette gehe, wenn ich auf die kleine Seite gehe und ich sehe anhand der Farbe des Urins, na, bin ich gut hydriert oder nicht. Und mit 1 Liter bin ich selbst als Frau, die sehr, sehr schlank ist, so wie du, Sarah, beispielsweise, wirst du mit 1 Liter auf Dauer auch nicht auskommen. Das heißt, ausreichend oder anders formuliert, ein gesunder Körper braucht von Haus aus ausreichend Flüssigkeit und dass man schaut, dass man ausreichend gut hydriert ist. Und das ist unabhängig davon, ob ich jetzt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Eiweiß futtere. Ich soll einfach auf meinen Körper achten, wenn ich mal die Urinfarbe als Maßstab in etwa hernehmen und schaue, dass das
Ja, klar ist, ein bisschen ins Gelbliche darf es gehen. Sobald es ins Dunkle geht, wird es problematisch. Das heißt, wenn man diese groben Rahmenbedingungen beachtet, dann ist man auf der sicheren Seite. Nikola, gib mir Bescheid, ob diese Frage so für dich beantwortet ist. Danke auf alle Fälle für den coolen Input. So, der Mario, der Mr. Bramberger ist auch mit dabei. Der schreibt, Servus, enthält Schokolade auch Eiweiß? Ah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Normale Schokolade, ganz, ganz wenig. Aber es gibt zufällig auf der Rocksports-Webseite rock-sports.at eine Eiweißschokolade, Bean to Bar, das heißt von der Kakaobohne bis zur fertigen Schoki in Handarbeit hergestellt, in Bio-Qualität mit dem Rocksports Eiweiß. Und diese Schoko, die enthält sehr, sehr viel Eiweiß. Das heißt, wenig Zucker, viel Eiweiß, auch für Diabetiker geeignet. Mario, danke für die gute Frage. Im Rocksports Shop wirst du fündig. So, das war die dritte Frage. Wie viel Protein brauche ich als Ausdauersportler? Schauen wir, dass wir mathematisch wieder zurückkommen. Da ist gerade der Daumen von der Nicola gekommen, dass die Frage beantwortet ist. Coole Sache. So, und da ist auch die liebe Lisi mit dabei, die Frau Luger. Wenn es euch ihr ein feines Protein bestellt, dann ist die liebe Lisi die, die dieses hübsche Paketchen da zusammenpackt. Lisi, coole Sache, dass du dabei bist. So, wir gehen jetzt zur vierten Frage, und zwar, was passiert denn, wenn ich zu wenig Protein zuführe? Das ist die vierte Frage, die ich da jetzt in dem Zusammenhang mitgenommen habe. Die eine Frage, die wir eingangs gehabt haben, zu viel Protein. Und jetzt ist dann die Frage, naja, was passiert denn, wenn ich zu wenig Protein zuführe? Wir haben vorhin schon gehört, Protein ist im Grunde der Bestandteil unseres Körpers. So, für die, die bei Rock TV schon öfter mit dabei waren und die auch meine Wettkampfdiäten miterlebt haben, die haben mitbekommen, dass, wenn ich in einer Diät bin, diese 2,2 Gramm sogar noch ein bisschen, diese 2 Gramm sogar noch ein bisschen nach oben schraube, 2,2 bis 2,5 Gramm Protein. Warum? Naja, weil der Körper dann auf den Muskelschutz mehr achtet. Sprich, wenn ich in einem Kaloriendefizit bin, zu wenig Kalorien zuführe sozusagen, als ich eigentlich verbrauche, dann schaut sich der Körper an, okay, wie viel Proteine bekomme ich denn? Und wenn die ausreichend da sind, dann kann ich den Muskel schützen. Darum habe ich daher geschrieben, Muskelschutz, Muskelaufbau. Wenn ich zu wenig Protein zuführe, naja, dann kann es passieren, dass genau dieser Muskelschutz in einer Diät nicht vergeben oder gegeben ist, nicht in dieser Art gegeben ist und damit Muskulatur reduziert wird. Das nächste ist, wenn ich regelmäßig trainiere, egal ob ich jetzt Aus- oder Kraft Ausdauersportler oder Kraftsportler bin, wenn ich regelmäßig trainiere, aber zu wenig Eiweiß zuführe, naja, dann kann dieser Trainingsreiz, den ich gesetzt habe, nicht in die Praxis umgesetzt werden. In die Praxis, sprich im Sinne von Muskelaufbau umgesetzt werden. Denn ich kann noch so viel trainieren, aber wenn der Körper die Bausteine nicht hat, diesen Trainingsreiz wirklich in Muskulatur, in Steigerung der Ausdauerleistungsfähigkeit oder sonstigen Dingen umzusetzen, naja, dann funktioniert das nicht. Das heißt, Eiweiß, stellt sich vor, ist wie ein Ziegelstein. Und wenn ich eine Mauer aufbauen möchte, dann brauche ich nicht nur zwei, drei, vier Steinchen, sondern dann brauche ich jede Menge Steinchen. Und wenn ich die Steinchen nicht da habe, sprich zu wenig Protein zuführe, dann kann ich auch die Mauer nicht bauen. Irgendwann ist nur, sind drei, vier Steinchen aufeinander gebaut. Es reicht nicht. Das heißt, beim Protein, wenn wir deutlich darunter sind, wird es auf Dauer nicht funktionieren. Heißt jetzt nicht, dass ich tot umfalle. Aber es sind so Zeichen beispielsweise, wenn sie trainiert, dass der Muskelkater deutlich länger dauert, als er vielleicht normalerweise dauert, naja, weil der Körper viel, viel länger braucht, um die zerstörten Strukturen zu regenerieren. Es kann passieren, dass ja, einfach die Leistungsfähigkeit nicht so gegeben ist. All das sind so Indikatoren, die darauf hinweisen, dass vielleicht nicht die ausreichende Menge an Protein zugeführt wird. Ja, und das ist im Grunde der zweite Punkt, den ich gerade erwähnt habe. Das heißt, da ist meine Empfehlung immer auf den Körper hören und schauen, naja, was passiert denn nach dem Training, was passiert denn die Tage nach dem Training? Und wenn das dann ja, sich gut anspürt, wenn ich stark bin, wenn ich meine Leistung steigern kann, wenn ich fit bin, wenn ich gut schlafe, all diese Indikatoren deuten ja auch natürlich darauf hin, wie ich mich ernähre, dann ist dieser Punkt auch gut erfüllt. Da ist noch wichtig zu erwähnen, was passiert denn, wenn ich zu wenig Protein esse? Die DGE beispielsweise, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die empfiehlt, dass man 0,8 Gramm, zur Erinnerung, 1,5 bis 2 haben wir vorhin gesprochen, 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zuführen soll, damit man nicht in einem Mangel ist. So, und da sieht man aber, was die Praxiswerte hier auf Basis dieser Sportwissenschaftler ist, sind wir deutlich darüber. Das heißt, meine Empfehlung noch einmal, proteinmäßig irgendwo in dem Bereich.
Und der Brad Schönfeld beispielsweise, der empfiehlt sogar für Nichtsportler Eiweißzufuhr zwischen 1,2 und 1,5 Gramm. Das heißt, auch für die, die nicht Sport betreiben, ist trotzdem Eiweiß wichtig. Und je mehr Sport ich betreibe, naja, desto weiter gehe ich da in die obere Richtung. So, jetzt schauen wir mal in die Kommentare. Der Mario schreibt, I love it, das freut mich. Vielen, vielen Dank. Die Nicola schreibt, die Rockschoppi muss ich unbedingt mal probieren. Nicola, kann ich da nur empfehlen, habe gerade vorhin zum Espresso ein paar Stückchen gegessen, 60% Kakao, alles Bio-Qualität, wenig Zucker, oder eigentlich fast gar kein Zucker, auch für Diabetiker geeignet, kann ich da nur empfehlen. So, der Gerhard ist mit dabei, die Frau Asiamann ist mit dabei, die Frau Stögermann, die Martina und der Herr Stöger ist auch mit dabei. Ist eine coole Sache heute mal. Ja, ja, das war es im Grunde von meiner Seite. Wenn ihr das Foto haben wollt, sprich, das Whiteboard jetzt dann frisch abfotografiert mit den ganzen Zahlenwerten. Bitte einfach unten reinschreiben. Ich schicke euch das Foto direkt dann im Anschluss weiter. Kostet nichts. Ist ein kostenloses Angebot von mir. Wurde immer ganz, ganz gut genutzt die letzten Wochen. Wenn es Fragen zu dem Thema auch noch gibt, bitte unten reinschreiben. Und ansonsten freue ich mich wie immer über euer Feedback. Wie hat es euch denn gefallen? Waren Infos dabei für euch? Denn das ist genau das, was ich brauche, damit ich ja, RockTV weiterentwickeln kann. Also lasst mal ein Herzchen, ein Like, ein Wow da, wenn es euch gefallen hat. Lasst mal schriftliches Feedback da. Ah, das ist für mein kleines Rockherzchen immer gut und ich weiß, dass ich die Inhalte liefere, die euch auch interessieren. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ich wünsche einen richtig feinen Sonntag und übrigens, heute bis 23:59 Uhr läuft noch das Rocksports Gewinnspiel auf der Rocksports Facebook-Seite. Und zwar einfach einen Kommentar unten hinschreiben, den Beitrag liken und dann seid ihr automatisch beim Gewinnspiel mit dabei. Zu gewinnen gibt es feinstes Bioprotein, ein paar coole andere Sachen auch noch. Und das Gewinnspiel geht bis 23:59 Uhr und morgen oder übermorgen zählt dann der Zufallsgenerator aus und wählt dann den einen oder anderen Gewinner aus. Also noch mitmachen und ja, schau mal, die Angelina schreibt, das war sehr interessant. Vielen Dank, bitte gerne. Freut mich, dass es gefallen hat. Norbert schreibt auch, super, vielen Dank. Sehr cool, danke dir, Chris, schreibt der Mario, herzlichen Dank. Top erklärt, Dankeschön, vielen, vielen Dank für die vielen Rückmeldungen. Freut mich sehr. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Abend und ja, viel Gesundheit. Macht das Beste aus der Zeit und ich freue mich, dass wir uns spätestens nächsten Sonntag um 19:30 Uhr live auf Facebook bei der nächsten Folge von RockTV sehen. Schönen Dank. Ciao, ciao.